Also was natürlich sehr hilft und was super ist, ist, dass die Mexikaner sehr gern feiern. Ja, wir auch. Und wir schon einige schöne Fiestas gehabt haben und Partys. Okay, also in Mexiko am meisten gefällt mir auf jeden Fall der Way of Life, also der Latino-Style, wie die Menschen leben. Also in Mexiko finde ich am schönsten die Lebensfreude, die Menschen einem entgegenbringen. Am besten in Mexiko gefällt mir einfach das Essen. Herzlich willkommen in der Deutschen Schule Puebla. Die Schule ist eine mehrgliedrige deutsche Begegnungsschule. Die Schüler lernen hier alle Deutsch, die meisten natürlich Deutsch als Fremdsprache. Allerdings haben wir auch sehr, sehr, sehr viele deutsch-muttersprachliche Schüler, vor allem durch die Präsenz hier in Puebla von Audi und von Volkswagen. Puebla ist eine sehr interessante, sehr große mexikanische Stadt mit ungefähr 3 Millionen Einwohnern. In vieler Hinsicht ist das Leben hier, finde ich, viel interessanter, viel spannender, viel vielfältiger, als wir das in Deutschland gewöhnt sind. Mexiko ist ein wunderschönes Land, hat sehr viel zu bieten, hat ganz viel Kultur und Puebla hat ein super Klima. Ja? Das heißt, es ist nicht zu heiß, es ist nicht zu kalt, es ist wirklich ein gemäßigtes, schönes Klima. Heute hatten wir leider Pech, aber es kommt nicht oft vor. Die Vielfalt von Kultur bis Natur und wie bunt dieses Land ist, ist schon sehr beeindruckend. Das Leben in Mexiko ist sehr interessant, weil hier eine riesige multikulturelle Gemeinde zusammenkommt und die Arbeit an einer so großen, vielfältigen Begegnungsschule sehr interessant, aber auch eine sehr große Herausforderung sein kann. Erstens ist es eine gute Erfahrung. Du hast interkulturellen Austausch, du lernst die Sprache, die Schule bietet viel den Lehrern und vor allem, was sie den Junglehrern bieten, hier Erfahrung zu sammeln, mit Unterricht zu geben. Auch eine, das ist eine Lebenserfahrung, nicht nur für den beruflichen Bereich, sondern auch für den persönlichen Bereich. Und die Zusammenarbeit hier mit den Kollegen ist einfach spitze. Das ist nicht vergleichbar mit Deutschland, finde ich. Die Schule hat ein wunderschönes Schulgelände. Viele, viele Möglichkeiten für vor allem Sport. Und die Kollegen sind sehr nett. Die Kollegen sind eigentlich so, dass... Das Kollegium hält sehr gut zusammen und man trifft viele nette Leute. Die Zusammenarbeit funktioniert wunderbar. Ich bin jetzt 3 Jahre hier und muss sagen, ich kann wirklich nur Positives berichten über die Zusammenarbeit mit meinen mexikanischen Kollegen. Zwei Kulturen, die zwei Ansichtsweisen profitieren gegenseitig. Sowohl im Arbeitsleben als auch im Freizeitbereich. Die Zusammenarbeit gerade hier an der Schule ist sehr schön. Also nicht umsonst haben wir den Namen Familie Humboldt. Ansonsten macht es mir sehr viel Spaß. Die meisten sind sehr nett und aufgeschlossen und helfen einem, wo sie können. Also vorher wussten wir nicht viel über Mexiko und das meiste waren wahrscheinlich Klischees. Je länger man hier lebt, umso mehr schöne Seiten und Schattenseiten entdeckt man natürlich, das wie mit jedem Land. Aber Mexiko selber war für uns vorher, ich weiß nicht, ein Land, wo Menschen komische Hüte tragen und scharfes Essen. Aber es ist natürlich überhaupt nicht so. Pyramiden gibt und Meer. Ja. Pyramiden und Meer gibt es tatsächlich. Wir sind manchmal ein bisschen zu verbissen, wir Deutschen, und arbeiten sehr viel und streben immer nach mehr und verlieren ab und zu die Sicht für Kleinigkeiten und für schöne Sachen. Und das kriegt man hier sehr viel zurück von den Mexikanern. Am Anfang war es ein bisschen umständlich, weil man erstmal so die Gepflogenheiten kennenlernen muss, wie funktioniert was hier in dem Land. Also ich habe mich entschieden, hier zu bleiben. Und was ich gemacht habe, und ich glaube, das ist mir ziemlich gelungen, ich habe mich angepasst, aber nicht aufgegeben. Eine Sache ist, was du lebst hier und du kannst aber nicht sagen, ich möchte es drüben haben. Das geht nicht. Also meine Freunde vermisse ich sehr. Und meine Familie, aber so wie das andere hier haben, dass ich Essen vermissen würde oder sowas, gar nicht, weil ich mich hier pudelwohl fühle, was das angeht. Ich denke, es war für uns eine sehr wertvolle Erfahrung. Ich bereue die Entscheidung auf keinen Fall.
Ich habe so viele Freunde gefunden, habe so viele Erfahrungen gemacht und möchte das auf keinen Fall missen. Mir gefällt, wenn man den Himmel hochschaut, der blaue Himmel, einfach der Sonnenschein, das öffnet, glaube ich, jedes Herz. Ne, der Sonnenschein, das Positive, das schöne Wetter. Also ich lebe sehr, sehr glücklich hier. Aber ich habe mich als Person, als Schweizerin oder als Erika aus der Familie Vogt, habe ich mich nicht aufgegeben. Also ich bin immer noch das, was ich mitgebracht habe. Aber ich habe mich angepasst an meinen Mann natürlich auch. Und dann die Sitten und Bräuche hier in Mexiko, und das hat mir gut getan. Ich habe das gemischt. Was mir passt, nehme ich an. Was mir nicht passt, nehme ich nicht an. Und ich lebe damit gut. Ja. Schon 37 Jahre, und ich bereue es nicht, dass ich es gemacht habe. Man kann sehr glücklich und sicher hier leben. Das mache ich jedenfalls.